Die lief natürlich aus, wie man es vom ZDF erwarten kann, wenn es um einen AfD-Politiker geht. Ja, hallo, ich bin Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl. Und das ZDF Frontal 21 hat sich bemüht, eine Sendung zu mir zu machen. Die lief natürlich aus, wie man es vom ZDF erwarten kann, wenn es um einen AfD-Politiker geht. Und das nehmen wir jetzt zum Anlass, uns das mal anzuschauen und ein bisschen richtigzustellen. Die AfD im siebten Umfragehimmel. Sie sieht sich auf dem Weg an die Macht. Das stimmt. Bundesweit sind wir bei 22%. Die Zukunft von Deutschland ist blau. Doch wie sähe es aus, das alternative Deutschland der Alternative für Deutschland? In jedem Fall besser als das, was Ampel und CDU bieten. Es wäre nämlich ein Deutschland, auf das man wieder stolz sein kann. Aber das will natürlich das ZDF nicht zugeben und deshalb geht es jetzt richtig los. Ihr sieben Jahre altes Grundsatzprogramm beginnt mit den Worten: Wir sind Liberale und Konservative. Bürgerlich-liberal-konservativ, was heißt das denn? Ich würde sagen Unsinn, aber es gibt Leute, die nehmen... Man hätte eben auch sagen können, boomeresk. Und es ist klar, wir wollen jetzt die Zukunft gestalten. Und da muss man ein bisschen Klartext reden. Und das ist die Zeit. Und dazu stehe ich auch. Maximilian Krah, der Spitzenkandidat für die Europawahl, hat anderes im Sinn, will das Land radikal umbauen und hat in seiner Partei die Mächtigen allesamt hinter sich. Womit der Unsinn widerlegt wäre, dass wir eine total zerstrittene Partei sind. Es ist nämlich so, wir stehen zusammen und die Zeit, wo sich eben die Boomer gestritten haben, die ist in der AfD vorbei. Jetzt hat jeder die Lage erkannt und genau deshalb sind wir auch auf der Erfolgsspur, weil jeder sieht, hier stehen Leute zusammen und wollen was erreichen. Und es ist natürlich schön zu sehen, wie alle meine Parteifreunde das auch nochmal vor der Kamera ausdrücken. Maximilian Krah ist ein verdientes Bundesvorstandsmitglied. Er wird von der Partei getragen. Es ist eine Kombination aus Bildung, aus Intelligenz, aus rednerischer Eloquenz und ist der geeignete Mann. Da wird man fast rot, wenn man es hört. Krah hat aufgeschrieben, wohin er mit der AfD, mit diesem Land hin will. Fundament für eine andere Gesellschaft, die er ausbuchstabiert bis ins Private hier auf TikTok. Schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen. Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale. Echte Männer stimmt doch, oder? Dann klappt es auch mit der Freundin. Ratschläge für Männer, die Krah sie sich wünscht. Bei Frauen geht es ihm darum, die, Zitat, Wertschätzung der Mutterschaft zu betonen. Priorität, Nachwuchs schaffen. Krah ist klar gegen Abtreibung und Frau hat ihren Platz. Die europäische Frau ist Partnerin. Und hier genau sehen wir wieder, wie eben verfälscht wird. Ich habe geschrieben, die europäische Frau ist Partnerin, um mich davon abzugrenzen, von dem, was ich den weißen Islam nenne. Nämlich die Frau, die an die Ecke gedrängt wird, die nur untertan ist, die unsichtbar ist. Europäische Frauen sollen selbstbewusst sein, sie sollen eben Partner sein. Und Partner heißt, auf gleicher Ebene ihre Talente ausleben. Aber genau das würde ja das Bild, das das ZDF von mir zeichnen will, als den absoluten bösen Rechten komplett zerstören. Und deshalb hackt man den Satz heraus, bringt ihn in Zusammenhang mit der Wertschätzung der Mutterschaft, die ich übrigens für selbstverständlich halte, ganz besonders, und will ein falsches Bild erzeugen. Und deshalb gilt hier nochmal, lest es selbst, was ich schreibe. Es geht nämlich genau um ein Frauenbild, das anders ist als das, was der Islam importiert. Aber es geht auch um ein Frauenbild, das eben nicht die völlig vereinzelte, unglückliche Karrierefrau als das einzige Ziel hat, sondern die sagt, echte Männer sind echte Männer und natürlich rechts dann. Aber echte Frauen sind echte Frauen und hoffentlich werden sie ein bisschen rechter und nicht so linksgrün, wie sie zurzeit sind. Aber es geht mir um Gleichberechtigung und das ZDF macht daraus das genaue Gegenteil. Krah wünscht sich starke Frauen, die durchaus auch arbeiten können, aber gemäß ihrer biologischen Möglichkeiten. Die Glockenkurve der IQ-Verteilung bei Frauen ist schmaler. Es gibt also weniger gering, aber auch weniger Hochbegabte als bei den Männern. Weshalb es keine Frauendiskriminierung ist, dass es weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen gibt. Das Bemerkenswerte ist, dass man diesen Satz versucht, negativ zu framen. Dabei ist er absolut zutreffend. Jeder kann es mal googeln, IQ-Verteilung nach Geschlechtern, und dann werdet ihr genau das, was ich da schreibe, finden, dass nämlich
Frauen und Männer zwar im Durchschnitt gleich intelligent sind, dass es aber eben eine veränderte Verteilung gibt. Deshalb gibt es sehr, sehr viel mehr Männer, die sehr gering qualifiziert sind. Es gibt kaum Frauen, die sehr einfache Arbeiten ausführen, körperliche Arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Es gibt dann eben mehr Männer unter den Mathematik-Nobelpreisträgern. Das ist die Realität. Und hier zeigt sich wieder, die Realität ist mittlerweile rechts. Denn die Linken, entweder verstehen sie gar nicht, wovon wir sprechen, oder ihnen passt die Realität nicht. Und weil ihnen die Realität nicht passt, dann wollen sie mit Quoten und Gesetzen und Verordnungen und allerlei Firlefanz die Realität anpassen. Aber das geht nicht. Politik heißt, wir leben mit der Realität. Und diese Übereinstimmung mit der Realität, die nennen wir Identität. Und deshalb ist die Rechte identitär und die Linke ist, naja, im permanenten Kampf gegen die Wirklichkeit. Und dann erzählt sie halt jedem, der das nicht so toll findet, dass er irgendwie böse, Faschist oder rechtsextrem ist. Genau das ist aber falsch. Wir müssen die Realität erkennen, die Wirklichkeit, und dann in Übereinstimmung mit ihr leben. Dann wird es auch was, dann geht das Land wieder vorwärts. Aber erzählt das mal einem ZDF-Reporter. Frauen seltener hochintelligent als Männer und daher für Spitzenjobs in Wissenschaft und Wirtschaft weniger geeignet? In der AfD kann Mann diesem Befund was abgewinnen. Sollte das so sein, dann ist es eben so. Es gibt halt manche biologischen Sachen, die man ändern kann. Wenn es so ist, dann ist es eben so. Ja, wenn es so ist, dann ist es eben so. Hat der Kollege Stefan Protschka völlig recht. Es wird eben auch abends dunkel und ZDF-Reporter sind nicht die hellsten. Ist eben so, muss man aber wissen, wenn man solche Sendungen guckt. In der Rolle der Partnerin vor allem aufgeht? Es ist ja biologisch so gegeben worden. Also was soll ich daran ändern? Der Kampf für Frauenrechte, linker Feminismus, für Kra Teil des eigentlichen Problems. Er hat einen Hauptfeind ausgemacht. Wen? Da die Wokeness genuin westlich ist, steht der Feind nicht außerhalb. Nicht Russland, nicht China, nicht die islamische Welt bedrohen unsere Existenz. Auch sie agieren letztlich defensiv gegen den universalen Machtanspruch des woken Westens. Kann sich jeder von euch überlegen, worum es geht? Ihr wollt leben als das, was ihr seid. Als Mann, als Frau, als Deutsche. Ihr wollt eure Heimat haben. Und wer kommt denn jetzt permanent um die Ecke und erzählt euch das Gegenteil? Wer erzählt euren kleinen Schwestern, sie sind Jungs, und euren kleinen Neffen, sie müssten Mädchen sein? Wer will euch vorschreiben, was ihr zu essen habt? Ob ihr ein Auto fahren darf, ob ihr kein Auto fahren dürft? Wer macht hier die Grenzen auf und erzählt, Deutschsein ist scheiße und alles muss jetzt bunt und vielfältig sein? Ist das Wladimir Putin? Sind das die Chinesen? Ist das irgendein Ayatollah? Nein. Es sind die linken Spinner und das sind die Woken. Und sie machen das nicht nur bei uns, sie machen es mittlerweile weltweit. Und weltweit haben wir deshalb Bewegungen, die sich dagegen wehren. Das ist die große politische Konfliktlinie, die wir in unserer Zeit haben. Das ZDF versteht das natürlich nicht und will deshalb sich darüber lustig machen und es irgendwie ablenken. So als hätte ich etwas gegen uns selbst, weil wir ja auch ein westliches Land sind. Es geht gegen den Woken Westen, es geht gegen die ganzen verrückten Initiativen, weil die eben nicht nur uns, sondern auch die Russen, auch die Chinesen, auch die Muslime, alle bedrohen, indem sie ihnen das mies machen wollen, was sie eigentlich ausmachen. Und genau diesen politischen Kampf, den führt man weltweit, den führt in Deutschland die AfD, über den schreibe ich. Aber naja, das kann ZDF ja nicht zugeben, oder? Schauen wir mal weiter. Der Westen als Feind? Auch bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern treten auf vorderen Plätzen Kra-Unterstützer an, wie er gegen ein ganzes Wertemodell. Würden Sie das so sagen, dass der Liberale, die Wokeness des Westens, dass das der Hauptfeind ist, gegen den es anzutreten gilt? Naja, wenn ich mir die Ausprägungen und die Auswüchse vor allen Dingen ansehe, dann muss ich sagen, klares Ja. Der Weg, den wir bestreiten, unter den Vorzeichen des Liberalismus, ist ganz klar abwärts gerichtet. Da hat der Andreas ja eindeutig recht. Andreas Lichert ist super Typ, macht in Hessen großartige Arbeit. Und in Hessen ist es sicher schwieriger als in Sachsen. Und er sieht es ja. Es kann ja vielleicht jemand, der in Frankfurt ist, mal nachts um 10 oder noch später am Hauptbahnhof aussteigen und ins Bahnhofsviertel reinschauen. Wollen wir das wirklich als Zukunft von Deutschland? Das ist doch die Herausforderung, dass wir das beenden, dieses Chaos, dieses Aufgeben unserer eigenen Heimat. Und darüber kann man sich gerne als ZDF-Reporter lustig machen, weil man es vielleicht nicht begreift.
Aber jeder, der eben nicht völlig abgeschottet in irgendeinem Edelvorort wohnt, den man sich nur leisten kann, wenn man eben aus Zwangsgebühren finanziert wird, sondern wenn man in der Wirklichkeit lebt, der weiß doch, unser Land geht den Bach runter, weil hier irgendwelche Linken und Grünen das Sagen haben, die überhaupt kein Verständnis für Deutschland haben, für unsere Tradition und unsere Geschichte. Und genau deshalb muss das klar sein, die wollen natürlich, dass wir unseren Fokus richten auf Feinde, die außerhalb stehen. Ja, also Russland ist böse, China ist böse, der Islam ist böse. Nein, das Problem sind unsere Politiker im Inland, die dieses Land nach unten richten, die es kaputt machen wollen. Und die machen das eben im Namen der Wokeness. Die bringen die Drag Queens in die Schulen, die machen die Grenzen auf. Die erzählen, dass wir unsere Industrie abschalten müssen wegen des Klimas in 100 Jahren. Und genau das ist deshalb der Feind und nicht die Leute, die im Ausland stehen. Ganz wichtiger Unterschied zwischen Politikern wie mir und eben den Propagandasendern von Rot-Grün. Im Kampf gegen den Feind, den liberalen Westen, sucht sich die AfD in der Welt Verbündete, bei denen die sich dem Globalismus entgegenstellen und damit potenzielle Partner sind. Saudi-Arabien unter anderem. Das sind ja nun auch Staaten, teilweise auch islamisch geprägte Staaten, die eine gewisse Verankerung von konservativen Werten haben. Und da sind wir schon wieder relativ nah. Genau darum geht es, was der Stefan hier sagt. Es geht darum, dass jeder in seiner Heimat nach seinen Regeln lebt. Und Saudi-Arabien ist ein islamisches Land. Warum sollen die Araber nicht islamisch leben dürfen? Genauso, warum sollen wir nicht nach deutschen Regeln leben dürfen? Kluge Politik lässt die Deutschen nach deutschen Regeln, die Araber nach arabisch-islamischen Regeln, die Inder nach indisch-hinduistischen Regeln leben. Jeder nach seiner Art, es lebe der Unterschied. Aber natürlich Rot-Grün, CDU, ZDF, die begreifen das nicht. Die haben sich irgendwas ausgedacht und denken, die ganze Welt soll so woke, bunt, vielfältig leben mit Drag Queens im Kindergarten und keine Autos fahren. Und genau das wollen wir nicht, sondern jeder nach seiner Art. Und jeder, der das möchte, nach seiner Art in seiner Heimat an seinem Platz leben, der ist unser Verbündeter. Und jeder, der weltweit das kaputt machen möchte und anderen Völkern diktieren, wie sie zu leben haben, den Deutschen und den anderen, der ist unser Gegner. Kra diskutiert seine Ideen auf seinem YouTube-Kanal. Der stellvertretende AfD-Chef in Sachsen-Anhalt erklärte hier Russland zum Vorbild, wenn es um Werte geht. Wenn es eine Renaissance Europas geben soll, dann könnte sich Europa doch am russischen Wertekorsett wieder aufrichten. Wenn man allein schon Putin als Präsidenten ansieht und Biden, wenn man diese Typen vergleicht, ja, ein echter Kerl, ein richtiger Mann mit gesunden Wertegerüst und da eine giftige alte Kröte, ja. Putin, ein gesundes Wertegerüst. Womöglich innenpolitisch Vorbild bei der Unterdrückung sexueller Minderheiten? Jetzt ist wieder interessant. Womöglich. Hat Hans-Thomas Tillschneider das gesagt? Überhaupt nicht. Habe ich es gesagt, nur weil ich Hans-Thomas Tillschneider zuhöre? Erst recht nicht. Aber weil Thomas Tillschneider Russland lobt, ich dem zuhöre, kommt dann das ZDF und sagt, womöglich, und schiebt uns eine Aussage runter, die wir überhaupt nicht gemacht haben. Genau so arbeitet man, wenn man keine Argumente hat und seinem Gegner einfach in eine Ecke drängen will, in der er überhaupt nicht steht. Und im Übrigen, ja, ich finde, die Russen sollen nach russischen Regeln leben. Sie haben das Recht dazu und ich als Deutscher werde nicht den Russen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und im Übrigen, ja, ich muss auch immer lachen, wenn ich sehe, wie Joe Biden auf der Treppe herumhampelt und dann am besten noch hinfällt. Ich finde einfach, Politiker sollten imstande sein, eine Treppe hochgehen zu können, ohne hinzufallen. Und sie sollten auch wissen, wer sie gerade sind und wo sie gerade sind. Und da hat Hans Thomas schon recht. Putin traue ich zu, dass er weiß, wer er ist. Bei Joe Biden bin ich mir da nicht so sicher. Hier fordert ein AfD-Bundesvorstandsmitglied das Verbot des Christopher Street Days. Für sie zur Schaustellung sexueller Obszönitäten. Dann würde ich lieber sagen, ja, den russischen Weg, eben solche Organisationen fernzuhalten. Homo, schwulen Verbände, was weiß ich, was da alles dahinter steckt, hinter dieser Ideologie. Also, auch hier, die liebe Kollegin Christina, wer schon mal sich Videos angeschaut hat vom Christopher Street Day, kann sich ja überlegen, ob man das wirklich sehen möchte. Jeder Tierchen sein Pläsierchen, aber ich möchte jetzt auch nicht behelligt werden mit dem, was ich da öffentlich sehe und was aus Steuergeldern finanziert wird. Ich glaube, es ist ganz normal. Intimität und Zärtlichkeit, die gehören in die Privatsphäre und nicht auf die Straße. Und
Genau dafür setzen wir uns auch ein und ich finde das auch nicht verklemmt. Ich finde das genau richtig. Wenn man immer Angst davor hat, als verklemmt zu gelten, dann endet man eben damit, dass am Ende der kleine Bruder oder die Nichte von der Drag Queen im Kindergarten erschreckt wird. Das tut ihr nicht gut und das tut unserem Land nicht gut. Und es ist auch mal an der Zeit, ganz klar zu sagen, ein Land sollte auch gesund sein und sauber und nicht so. Der russische Weg beim Umgang mit sexuellen Minderheiten. Wenn man irgendwas Verbotenes tut, muss man damit rechnen, dass eben die Polizei kommt, sagen wir mal so. Was für einen Staat will Kra? Um die Ordnung aufrechtzuerhalten, brauche es eine repressive Staatsgewalt. Also, jeder kann ja mal gehen ins Frankfurter Bahnhofsviertel, Berlin, Neukölln, Dortmunder Nordstadt. Ist da noch Ordnung? Ich glaube nicht. Traut man sich da abends rein? Nein. Wie bekommt man es hin, dass man sich in Deutschland an jedem Platz wieder sicher fühlt, auch nach Einbruch der Dunkelheit, auch als junge Frau, eben nur, wenn die Polizei bereit ist, einzustehen? Solange die Polizei immer kuscht, wenn jeder Klimaspinner sich festkleben darf und die Polizei dann denjenigen Autofahrer daran hindert, ihn wegzutragen, anstatt die Leute selbst wegzutragen, dann wird es immer mehr Klimakleber geben. Wenn wir es schaffen wollen, dass wenigstens Sicherheit wieder herrscht in diesem Land, dann muss die Polizei sich der neuen Umgebung anpassen. Sie ist eben leider nicht mehr die nette Polizei von vor 30 Jahren, weil wir auch nicht mehr das nette Land sind von vor 30 Jahren. Wir sind ein sehr unsicheres, hartes Land geworden. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, aber die Reaktion darauf heißt, dass auch die Polizei die Möglichkeit hat, gegen Spinner, gegen Kriminelle hart vorzugehen. Das ist die repressive Staatsgewalt. Wer die nicht will, der will das Chaos, der will die Kriminalität. Menschenrechte sind nicht absolut, sondern im Kontext der Gesellschaft zu definieren. Und an anderer Stelle? Wenn sich die Verfassung in ihrer Rechtspraxis gegen ihre Voraussetzung wendet, dann muss die politische Rechte grundlegend argumentieren und sich auf die Volkssouveränität berufen und darf sich nicht auf verfassungsrechtliche Spitzfindigkeiten reduzieren. Das ist jetzt eine sehr spannende Stelle, weil ursprünglich hatte das ZDF ein falsches Zitat gebracht. Das kennt man ja, man kriegt den bösen Feind nicht, den man haben will, also lügt man sich irgendwas zusammen. Darauf haben wir hingewiesen und dann hat man es geändert und hat jetzt zwei Sätze genommen, die beim Buch in völlig verschiedenen Kapiteln stehen. Das erste Kapitel, dass die Menschenrechte verschieden interpretiert werden müssen, steht bei der Außenpolitik. Es geht genau um den Punkt, dass nicht wir im Westen über Grenzfragen in Saudi-Arabien entscheiden können. Beispiel, gibt es ein Menschenrecht auf Abtreibung oder gibt es ein Menschenrecht auf Leben? Darüber kann man in Deutschland und Europa trefflich streiten. Wir finden keine Antwort. Warum sollen wir diese Frage für Saudi-Arabien, für Indien, für China entscheiden? Es gibt Menschenrechte als Kern, die gelten überall. Aber der Streit beginnt immer dann, wenn die sich widersprechen, wenn es Grenzfragen gibt. Wer entscheidet über die Grenzfragen? Ich sage, jedes Land selbst. Und das will offenbar nicht akzeptieren, wer glaubt, dass in Amerika oder Europa die Grenzfragen Indien entschieden werden müssen. Das andere, die Frage der Verfassungsauslegung, ist Teil eines ziemlich komplexen juristischen Kapitels in meinem Buch und hat mit dem ersten Teil überhaupt nichts zu tun. Das ZDF mischt natürlich beides zusammen und denkt, der zweite Satz ist so kompliziert, die Leute werden dann irgendwie misstrauisch werden. Nein, der zweite Satz drückt die Frage aus, was passiert, wenn die Gerichte und die Politiker den Wortlaut der Verfassung quasi ins Gegenteil wenden. Beispiel, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. So stand es 1949 im Grundgesetz und bei Ehe und Familie dachte jeder an Papa, Mama, Kinder. Heute heißt aber Ehe auch zwei Männer und Familie unklar. Ja, jeder, der sich aus demselben Kühlschrank bedient, ist eine Definition. Was muss man dann als Politiker machen? Muss man jammern und muss anfangen, rechtliche Debatten zu führen? Oder muss man sagen, jetzt ist die Volkssouveränität gefragt, jetzt kämpfen wir dafür, dass wir den Verfassungstext so ändern, dass er wieder klar ist. Es ist also eine Handlungsanleitung, wie man mit einer veränderten Verfassungsinterpretation umgeht. Aber wie wird es hier dargestellt, als wenn ich dazu auffordere, die Verfassung nicht ernst zu nehmen? Wir sehen also, man bricht aus einem Buch Zitate wie aus einem Steinbruch. Zuerst mal gefälscht. Dann wird man darauf hingewiesen, ist gefälscht. Daraufhin verändert man ein bisschen, aber sagt nicht, dass das eine zum Thema Außenpolitik kommt und das andere kommt zum Thema Recht und Staat.
Und die Leute sollen damit fertig werden. Wie gesagt, wer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk glaubt, der glaubt doch an den Weihnachtsmann. Und wer es besser wissen will, der muss halt www.politikvonrechts.de lesen. Menschen, Rechte und Verfassung. Damit beschäftigt sich Dieter Gosewinkel seit Jahrzehnten. In den letzten Wochen auch damit, was... Ich meine, Dieter Gosewinkel, den ich überhaupt nicht kenne, ist ja zunächst mal ein schöner Beweis meiner These, dass echte Männer recht sind. Aber hören wir zu, was er zu sagen hat. Der Menschenwürdegrundsatz des Grundgesetzes ist ein zutiefst universalistischer. Er will ihn uminterpretieren. Und genau das darf ich. Der Satz lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was ist die Würde des Menschen? In den maßgeblichen juristischen Schulungsbüchern stehen dazu 20, 30 Seiten. Und der Professor sagt immer, schwer zu definieren. Es gibt eine unendliche, man kann, glaube ich, ein ganzes Regal von Büchern füllen, was dieser Wort Würde des Menschen heißt. Jeder versucht, ihn zu interpretieren in seinem Sinne. Genau das tue ich auch. Dass das natürlich dem Lurch da nicht passt, mag sein. Er ist ein Linker, ich nicht. Aber genau das darf man, man darf über solche Begriffe streiten, und zwar genau über Begriffe, die darin stehen, dass man über sie streitet, weil sie eben nicht klar sind. Wer in dieser Gesellschaft anders lebt, liebt und aussieht, läuft Gefahr, in einer Staats- und Gesellschaftsordnung nach Maximilian Krah Schwierigkeiten, Probleme bis hin zu Diskriminierung und äußerstenfalls auch Ausschluss zu erleben. Das ist natürlich einfach mal so hingerotzt, ja, wie man das macht. Ausschluss. Und alle sollen Angst haben. Hat er eine einzige Textstelle dafür? Die ganze Sendung ist voll von aus dem Kontext gerissenen Zitaten. Aber dafür, dass irgendjemand ausgeschlossen, diskriminiert und benachteiligt wird, gibt es genau null Zitate. Warum? Weil man selbst mit größter Fälscherfantasie keins finden kann. ZDF beißt sich die Zähne aus. In Krahs repressivem Staat soll der Nationalstolz aufblühen. Mahnende Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus haben keinen Platz. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Und damit es so ist, dass wir daran nicht mit Trauer denken, sondern raustreten und sagen, hey, so ist es. Und nicht erst kämpfen müssen. Genau deshalb brauchen wir Politik von rechts und eben ein Ende der rot-grünen Spinner. Denn stolz auf das zu sein, was wir ererbt haben und was jetzt unser ist und was wir dann hoffentlich an uns weitergeben, das ist eine total zutiefst natürliche und menschliche Regung. Und dass man uns die kaputt machen will, das ist die Wurzel des Problems, das wir in unserem Land haben. Wer sein eigenes Land nicht liebt, der soll es auch nicht regieren. Denn wer sein Land nicht liebt, das er regiert, der wird es immer schlechter machen. Und genau das erleben wir. Und deshalb, natürlich sollen wir stolz auf das sein, was wir haben. Und dazu gehört auch, dass wir stolz auf unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sind und uns nicht einreden lassen, dass wir nichts anderes sind als Verbrecher. Wir sind keine Verbrecher, wir sind Deutsche. Und die ganze Welt findet, dass das ziemlich geil ist. Krahs Vorstellungen für Deutschland sind in der AfD mehrheitsfähig. Ihm machen sie Angst. Norbert Kleinwächter, stellvertretender Fraktionschef der AfD, ist in der Partei weitgehend isoliert. Sein Urteil zu Krahs Buch. Für ihn fällt Politik von rechts hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurück und erschafft nichts anderes als einen brutalen Führer- und Gewaltstaat. Ich jedenfalls will den Praxistest seiner Ansichten in Deutschland niemals erleben müssen. Tja, und das ist jetzt das Traurige an der Politik. Man hat eine Partei, wo man eigentlich gemeinsam für dieselben Sachen kämpft, aber es gibt halt leider auch da das eine oder andere schwarze Schaf, das dann es nicht verkraften kann, dass der Kollege gewählt wird, dass er ein Buch schreibt, dass er Ideen hat, die er umsetzen kann, und der meint, er müsse dann das Spiel der Gegner mitspielen. Den haben wir. Aber seien wir ehrlich, sonst wäre das Leben auch zu einfach. Den Praxistest für ein rechtes, blaues Deutschland. Entworfen im Manifest des eigenen AfD-Parteifreunds. Ja, und das war jetzt die ganze Sendung. Also eine Mischung aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Der Versuch, einen Eindruck zu erwecken, den man mit dem Buchtext nicht herstellen kann. Und natürlich dem ganz klaren Auftrag, mich und meine Partei schlecht zu reden.
Man versucht also gar nicht, ehrlich und objektiv zu sein, zum Beispiel auch mal mich selbst zu fragen, wie ich einen Satz gemeint haben könnte, sondern man mischt so eine Giftsuppe zusammen und denkt, gibt schon noch genug dumme Leute, die glauben, was im ZDF kommt. Aufgepasst, nicht glauben, was in öffentlich-rechtlichen Medien kommt, sondern sich selbst informieren. Und in meinem Fall ist es sehr, sehr einfach. www.politikvonrechts.de, ein Wort Politik von rechts. Zunächst als Zusammenfassung Podcast zum Anhören. Und ich bin sicher, wer das angehört hat, will mehr wissen. Kauft das Buch, lest es durch und dann entscheidet selbst, wer hier die Wahrheit sagt. Und es ist leider wie immer, Staatsmedien darf man nicht trauen.